Guten Morgen, meine Lieben. Wir essen gerade Nudeln hier. Calvino hat für uns Nudeln gekocht in seiner Schulpause. Und ich mache mir die jetzt einfach mit Maggi. Und du hast die mit Tomatensauce und Käse, ne? Mhm. Ja. Und wenn die Maus gleich schläft, dann starten wir mit dem Haushalt. Ja, sie ist eingeschlafen. Ich wollte jetzt eben hier die Wäsche falten. Ich habe, glaube ich, 4 Maschinen gewaschen, die hier im HWR auf mich warten, dass ich sie falte. Bernd hat auch gerade angerufen. Der hatte am Laden, also für die, die das jetzt noch nicht wissen, wir haben ja den Laden, durften wir wieder öffnen. Unter strengen Auflagen, trotz Lockdown, durften wir den öffnen. Und Bernd hatte neue Banner bestellt, so, wo halt drauf steht die Telefonnummer, dass die anrufen können und bestellen können. Und so richtig so ein Eyecatcher halt, so, die so richtig auffallen. Weil natürlich dadurch, dass Lockdown ist, viele Menschen einfach davon ausgehen, dass zu ist. Und ja, halt um zu versuchen, dass alles Mögliche, dass es richtig anläuft. Und ja, da sucht er jetzt gerade so Befestigungsmöglichkeiten, um das richtig anzubringen an die Wand vom Geschäft. War gestern im Baumarkt und da gibt es halt so extra so Schrauben dafür mit einer Zange, aber die Zange war halt voll teuer. Da hat er gesagt, das versuche ich erstmal so, ohne diese teure Zange. Sorry, dass ich immer so wippe, aber das ist jetzt irgendwie so drin, seitdem Morla da ist. Ja, jetzt hat er es halt so versucht, ohne diese Zange. Aber es geht nicht. Und bei Amazon gibt es die Zange zum halben Preis. Und ja, die bestellt er jetzt halt. Ist halt so. Also man versucht ja die Örtlichen zu unterstützen, sogar wir, obwohl wir echt viel bei Amazon bestellen, aber wenn es halber Preis ist, dann ja, ne, man muss halt schauen, wo man bleibt mit dem Geld. Ja, so, hier gibt es wieder Windeln zu falten. Achso, und ich wurde gefragt, warum ich sie immer Morla nenne oder wir, weil sie so einen schönen Namen hat. Ich weiß nicht, also bei uns haben alle irgendwie, also die Kinder haben alle einen anderen Namen. Smurfy, der Hund, heißt eigentlich Smurfy offiziell. Wir nennen ihn Etty. Calvino heißt Calvino, aber der hat auch einen Namen. Den darf ich aber nicht sagen öffentlich. Und Livia heißt halt Morla. Morla oder Maus. Ja, ist halt so. Wir haben halt immer so die Namen für unsere Kinder. Spezielle Namen. Diese Spitznamen halt, die nur wir denen geben irgendwie. Vielleicht wächst sie auch noch raus aus Morla. Ich weiß es nicht. Aber Morla ist halt die Schildkröte von der unendlichen Geschichte. Das haben einige von euch ja schon geschrieben in die Kommentare, dass sie die auch noch kennen. Und ja, an die hat sie mich halt einfach erinnert. Und seitdem nenne ich sie Morla. Und Bernd hat das halt einfach so übernommen. Ich wollte mich auch noch bei euch bedanken. Gestern kam das Video online, wo ich halt erzählt habe, dass ich es nicht schaffe, zurzeit jeden Tag zu vloggen. Aufgrund halt, dass die Kamera... Oh, ich bin voll dunkel, ne? So, jetzt ist besser. So, jetzt von vorne. Ich wollte mich bei euch bedanken. Gestern kam mein Video online, wo ich euch erzähle, dass ich es jetzt nicht jeden Tag schaffe zu vloggen. Waschmaschine auf Pause. Da, ja, halt mit der Maus, dass die jetzt da ist, die Livia. Und ich weniger Zeit habe und mich erstmal arrangieren muss. Und ich bin dann noch im Wochenbett und ich still sie halt voll. Und manchmal hat sie halt so Clusterphasen, wo sie sehr, sehr viel stillen möchte oder gestillt werden möchte. Und wir geben ihr auch keinen Schnuller, weil wir halt davon ausgehen, dass sie dann halt ihren Hunger vielleicht überschnullert und die Milchproduktion ja danach gerichtet wird, wie viel sie an der Brust saugt und halt diese Clusterphasen dafür da sind, die Milchproduktion anzuregen, um halt den Bedarf der Milch für morgen zu bestellen. Bereitzustellen. Keine Ahnung, wie ich das erklären soll. Bin ja auch keine Stillberaterin, aber wollte euch halt erklären, warum wir keinen Schnuller geben. Und deswegen ist es halt sehr zeitaufwendig. Und manchmal, wenn ich stille. Und deswegen, wenn ich mit der Kamera filme, dann muss ich das ja alles auf den Laptop rüberziehen und schneiden und so. Und das dauert manchmal 2-3 Stunden, bis ich so ein Video geschnitten habe und hochgeladen habe. Und diese 2-3 Stunden habe ich halt nicht täglich zum Schneiden und Hochladen in Ruhe.
was ich mache das halt total gerne am Stück und nicht so 10-mal am Tag mich hinsetzen und 10 Minuten arbeiten oder wisst ihr, wie ich meine. Dann bin ich halt immer wieder raus aus dem Thema und ja, umso länger dauert es halt. Und ich wollte halt gerne mit dem Handy filmen, was aber nicht geht, weil mein Handy das Mikrofon kaputt hat. So, jetzt habe ich aber eine Lösung gefunden. Und zwar filme ich mit der Kamera und schicke mir die ganzen Videos dann einfach über den Laptop aufs Handy und schneide dann trotzdem mit dem Handy, weil das Handy, das kann ich halt beim Stillen so in der Hand haben, mit Kopfhörer dann schneiden, abends, wenn die Kleine eh eingeschlafen ist oder so. Und deswegen, ja, so läuft das jetzt. So habe ich das gestern ausprobiert und das hat gut geklappt. Und deswegen vlogge ich heute wieder in der Hoffnung, dass ich das heute Abend wieder so machen kann. Lassen wir uns überraschen. Aber ich bin ja einfallsreich, weil, ja, wie gesagt, mir fehlt das total, jeden Tag mit der Kamera rumzurennen. Ich vlogge total gerne. Und ja, das fehlt mir echt total. Und ich wollte mich halt bei euch bedanken, weil ihr wart so total verständnisvoll, als ich euch das erzählt habe, dass ich halt nicht jeden Tag ein Video online stellen kann. Und dann habt ihr halt so gesagt, ja, Michaela, du fehlst mir zwar, weil ihr halt jeden Tag meine Videos geguckt habt, so Wahnsinn. Mir kommen halt meine Vlogs manchmal auch langweilig vor, ne? Weil für mich ist das halt Alltag, aber es gibt ja Menschen da draußen, die jeden Tag meine Videos schauen, so unglaublich. Ja, und halt, dass ich euch fehle, weil ich ja nicht mehr jeden Tag jetzt hochgeladen habe, aber dass ihr das versteht und dass Familie vorgeht und so. Und da habe ich mich so gefreut. Ich habe das direkt auf Instagram kundgetan, dass ich so eine tolle Community habe und habe mich bedankt bei euch. Und das möchte ich hier auch nochmal machen, weil ich weiß, nicht jeder hat Instagram. Und ja, also vielen Dank, dass ihr so verständnisvoll seid. Aber es ist auch eigennützig, wenn ich halt jeden Tag Videos hochlade, weil ich das auch total gerne mache. Und mir hat das auch total gefehlt. Und ich freue mich, dass ich jetzt hoffentlich eine Regelung gefunden habe, dass ich ja vielleicht nicht täglich, aber annähernd täglich Videos produzieren kann und für euch hochladen kann. Wir waren gerade draußen spazieren mit dem Smurfy. Und das ist immer sein Platz, weil wenn ich die Kleine umgeschnallt habe, dann kann ich mich so schlecht bücken. Und deswegen sage ich ihm immer, der soll da auf seinen Platz gehen, damit ich ihm sein Halsband ummachen kann. Und dann gehen wir zusammen spazieren. Ja, und wenn wir wiederkommen, dann setzt er sich da drauf und dann nehme ich ihm das Halsband ab. Meistens gibt es dann ein Leckerchen. Nur jetzt nicht. Und jetzt sitzt er da seit 10 Minuten, beleidigte Leberwurst, und wartet auf sein Leckerchen. Smurfy, kommst du rein? Komm, komm rein. Das Doofe ist halt, wenn ich mich jetzt hinsetze und die Kleine still, dann kommt er nicht rein, weil die Tür, Fliegengitter, geht halt nach außen auf. Und wenn ich sie aber auflasse, wenn ich was dahinstelle, hier ist halt Holz und so, wie ihr seht, und das darf der nicht mit reinnehmen, weil der kaut dann da drauf rum hier drin. Und dann ist alles voll mit Holzschrömmel. Deswegen muss er entweder jetzt rein oder er bleibt dann hier im Wintergarten. Ja, der übrigens immer noch eine Katastrophe ist, wie ihr seht, aber egal, ist halt so. Wir haben es immer noch nicht geschafft, trotz Lockdown. Komm, Smurfy, komm jetzt rein. Ja, sie ist eingeschlafen. Nach unserem Teitergehen, wo der Smurfy im Wintergarten war, der ist jetzt hier, ist die Olivia wach geworden und seitdem war sie nur auf mir. Das waren jetzt ungefähr 2 Stunden, wo sie nur auf mir war, weil sobald, also ich habe sie gar nicht versucht abzulegen, aber sie hatte halt immer die Brust im Mund, ist eingeschlafen und ist dann wieder wach geworden und hat sofort geguckt, ob die noch da ist. Und ja, ich denke mal, die hat gerade so einen Entwicklungsschub. Und die ist sehr, sehr anhänglich zurzeit. Also ablegen ist, man kann sie ablegen, so wie jetzt, aber dann wird sie halt gleich irgendwann wach, meistens. Und ja, ruft nach mir. Eigentlich, ja, Bernd kann sie auch hochnehmen und so, aber beruhigen lässt sie sich seit gestern fast nur durch mich, wenn ich sie stille. Smurfy. Meistens macht ihr das nichts. Manchmal erschreckt sie sich auch. Eddie. Er muss auch gestillt werden. Und ihr seht da hinten, das ist immer noch
oben ab. Ich habe es mehrfach wieder dran geklebt, es geht immer wieder ab. Ja, und jetzt bleibe ich halt hier sitzen und entspanne ein bisschen meine Gelenke, dass ich sie nicht tragen muss. Bernd ist eben nach oben gegangen, der hat eine neue Butter. Druckerpatrone geholt für ein Calvino, weil der hat ja Homeschooling und da Bernd ja sein Büro abgebaut hat und seinen Drucker mitgenommen hat, haben wir Calvinos alten Drucker reaktiviert und eine neue Druckerpatrone bestellt. Die ist jetzt da. Dann hoffen wir, dass er wieder vernünftig drucken kann. Bernd war auch einkaufen, ich glaube bei Aldi. Ich wollte euch eigentlich zeigen, was er gekauft hat, aber ging jetzt halt nicht, weil da ging jetzt halt nicht, weil ich musste mich kümmern, alles gut. Wir haben halt nur Wocheneinkauf gemacht. Wir haben diesen Monat, also wir haben heute den 24. Februar und wir haben diesen Monat, ich glaube, für 200 oder 250 Euro ist eingekauft, weil wir so viel aufgetaut haben. Wir haben ja so viel vorgekocht fürs Wochenbett und haben jetzt ganz viel aufgetaut in der Zeit, in diesen Monaten, deswegen mussten wir wenig einkaufen. Natürlich haben wir in der Zeit, wo wir vorgekocht haben, dementsprechend mehr ausgegeben. Also es war jetzt keine Ersparnis, es hat sich nur verschoben. Wir haben im Januar und Dezember mehr ausgegeben und jetzt haben wir halt gespart. Da, das macht der Smurfy. Ich hatte heute gewaschen und eine Weichspülerflasche ist leer. Ich spüle ihm die immer aus und dann darf er die schrömmeln, weil schrömmeln ist ja immer noch sein allerliebstes Spiel, ne? Ja, den Deckel schrömmelt er immer als erstes ab. Ja. Und die Maus lässt sich wippen, aber die wird gleich wieder wach. Ja. Ja, ja. Die Maus, die Maus, die Maus. Die Maus, die Maus, die Maus. Ja. Man denkt immer, die wacht auf, aber dann hört ihr das Glitschen. Schläft sie doch wieder weiter. Ihr Lieben, es ist schon der nächste Tag. Also es ist heute, wenn ihr das Video gleich seht. Das ist von jetzt, was ich jetzt hier aufnehme. Ich habe gerade das Video geschnitten, hier auf meinem Handy. Der Plan hat funktioniert. Aber jetzt ist es halt mit Verspätung, kommt es hoch. Ich habe gestern nicht mehr weiter gevloggt. Ich habe es einfach nicht geschafft. Sieht man hier was? Nee, ne? So. Ich habe es einfach nicht geschafft, noch mehr zu vloggen gestern. Und ja, ich wollte den Vlog jetzt hier nur noch beenden. Ich danke euch fürs Zuschauen und ich werde gleich weiter vloggen für heute. Dann bis morgen. Tschüss.